Moin! Herzlich willkommen zurück bei Werden 360 TV. Heute die erste Ausgabe unseres Werkstatt-Tagebuches am neuen Standort. Wir sprechen mit den Kollegen, wir haben T2 dabei, wir sehen Fortschritte bei Nikos Restaurierungsprojekt und die Kollegen in der Karosserieabteilung sind natürlich auch fleißig am Werkeln. Kommt mal mit! Wir starten bei Matthias und Nico. Die sind in der Gänge in unserer gläsernen Werkstatt, also der einen begehbaren Arbeitsbereich für Kunden dann auch, die zu Besuch kommen, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie wir denn arbeiten. Und wir sehen da hinten Matthias, der unterstützt Nico scheinbar gerade bei einer kleinen Sache. Ist auch schön, die Wege sind sehr kurz und sehr nah. Na, ihr zwei? Moin. Ich drücke dir das mal an die Hand, Matthias. Ja. Was macht ihr da gerade Feines? Ja, Nico versucht hier gerade den Stecker vom Fensterhebemotor da zu befestigen. Ja. Ich habe einen kleinen Tipp gegeben. Ja, okay. Genau, zu Nico kommen wir ja gleich noch. Du wartest jetzt, glaube ich, darauf, dass der hier erstmal wieder raus kann. Genau, den fahre ich jetzt rum auf die Bühne, ja, um das Lenkgetriebe zu erneuern. Ja, sehr gut. Wir sehen uns nachher noch im Video. Du bist so quasi der krönende Abschluss unseres heutigen Werkstatttagebuchs und wir gucken mal drüben in der neuen Werkstatt dann, was die Aufgaben für dich so parat halten. Genau. Dann geh mal her, fahr den mal raus, ja, und wir nehmen das Bewegtbild mal mit, damit ihr einen kleinen Eindruck auch bekommt, wie das denn zukünftig hier so ablaufen wird. Das hat schon mal gut geklappt. Ja, sitzt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Also funktioniert gerade für Busse, die halt T2 mit Klappdach sind oder kein Hochdach drauf haben im T3 und T4 Bereich. Für diejenigen, die sich wundern, wie wir das denn zukünftig handhaben wollen, ist angedacht, dass hier vorne, dort wo wir diese beiden Fenster sehen, die man oben auch öffnen kann, da kommt ein Rolltor rein. Und da kriegen wir dann alle Größen von Bussen, die auf eigener Achse stehen, hier dann auch rein und können sie dann entsprechend im Rahmen der Zerlegung oder Komplettierung bearbeiten. Und jetzt gucken wir mal, was der liebe Kollege Nico seit dem Umzug und davor an Fortschritten bei dem Projekt von Rico erzählt hat. Nico, ich drücke dir mal das Mikro in die Hand. Oh ja, ich danke dir. Ich danke dir. Ja, bitteschön. Hört man mich? Und ja, wenn wir einfach nur mal so von außen gucken, dann ist ja doch ein bisschen was passiert, ne? Führ mal so ein bisschen durch, was jetzt so anlag die letzten Wochen bei dir. Ja, also ich habe auf jeden Fall den Bus dann sozusagen hier komplettiert, ne? Nebenbei beim Umzug sozusagen auch mal Kleinigkeiten gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile die Türen alle eingestellt. Wir haben die Türen auch teilweise zusammengebaut noch, wie man hier so sieht, ne? Wir haben hier die Griffe und sowas alles eingebaut wieder. Kann man hier gucken, da habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Wir haben nämlich, wo finde ich die? Neue Griffe eingebaut. Ne? Das ist jetzt der Schiebetürgriff. Und da haben wir die Schließzylinder auf den neuen Schlüssel angepasst, weil der hat ein neues Zündschloss gekriegt. Das sehen wir hier. Ne? Und dann haben sozusagen ja die Schlüssel nicht mehr in den Griffen reingepasst, weil der hat ja neu gekriegt und ja, das war eine ganz schöne trickige Aufgabe. Das, ja, ist Fummelarbeit. Das ist ja eigentlich nicht so meins, aber das kriegen wir natürlich hin. Ja, du bist filigraner, Nico. Ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn ihr euch so ein bisschen zurückbesinnt oder einmal in das allererste Video der Reihe Restaurierung Nikos Bus, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie sie heißt, aber wir werden das Video verlinken. Da seht ihr einmal im Annahmegespräch, als er den Bus zu uns gebracht hat, dass das sein ausdrücklicher Wunsch war. Und in der Zwischenzeit sind ja viele Monate vergangen und wir haben alle schön dokumentiert und können uns natürlich daran erinnern, dass das sein Wunsch war. Das ist unter anderem auch ein Grund, weshalb wir so einen großen Aufwand in der Beratung und in der Kalkulation und in der ganzen Kommunikation betreiben, dass natürlich alle Informationen, die dem Kunden dann auch wichtig sind, an entsprechender Stelle dann auch zum Tragen kommen.
Ja, Nico, willst du noch ein bisschen mehr erzählen? Hast du noch was zu erzählen? Ich glaube, die Motorhaube hast du auch schon eingebaut. Ja, genau. Mal noch nicht drin. Genau, die haben wir auch noch eingebaut und komplettiert. Ein paar Kleinigkeiten fehlen natürlich noch, ne? Wenn man hier vorne so hinguckt, Stoßhänger vorne, da muss ich noch ein bisschen was anpassen, ne? Nebelscheinwerfer rein, schneiden sozusagen in die Stoßstange für die Löcher und einmal für Synchro hat ja dieses Lüftungsgitter extra für die Getriebekühlung. Kommt noch, brauche erst die alte Stoßstange, damit ich da mir genauer was abgucken kann. Ja, so ein kleines Umzugsthema. Ne, und ein paar Teile fehlen auch noch, die bestellt noch der liebe Frankie. Ja. genau, jetzt und jetzt der nächste Plan ist dann erstmal das Auto in die Werkstatt wieder reinzumachen, weil ich dann noch Ölwechsel mache und Kühlwasser muss ich noch entlüften, damit ich den Zuheizer nochmal testen kann, weil der hat nämlich einen Aufrüstsatz gekriegt, damit er den von innen steuern kann. Ja. Ja, sehr schön. Genau, das ist noch so ein Mixzustand, würde ich es mal sagen. Ne? In der Theorie, in der Zukunft ist es so, dass du diese Arbeiten, Ölwechsel, alle Flüssigkeiten und so weiter im Vorfeld schon erledigt hast. In diesem Fall ist das jetzt noch nicht so. Zukünftig werden wir versuchen, das entsprechend hinzuplanen. Und da gehe ich gleich drüben in der Werkstatt nochmal drauf ein, wie wir uns das gedacht haben. Dann Nico, vielen Dank. Ja, bitte. Wir sehen uns später noch. Wir sehen uns später, genau. Genau, wir gehen jetzt dann in unsere Karosserieabteilung. Heute ist Freitag. Die regelmäßigen Zuschauer wissen, freitags Thorsten ist nie da. Auf das Projekt gehen wir trotzdem einmal kurz ein. Und wir sprechen mit Mantas und mit hier, Tommy, was die gerade so an Aufträgen zu betreuen haben. Ihr merkt, es wird schon fleißig geschliffen. Das heißt, ach guck mal, da ist Tommy schon. Tommy! Hey! Na, lass mal rübergehen zu deinem Projekt. Ja. Den haben wir ja schon da drüben ganz nett drapiert. Und genau. Auch da wieder der aufmerksame Zuschauer aus dem letzten Werkstatttagebuch. Da sind Tommy und ich ja relativ intensiv nochmal auf ja, den Bereich Teilrestaurierung eines Busses eingegangen. Insbesondere dann auch der Bereich des Hochdachs. Und hier haben wir jetzt den Bus, bei dem im letzten Video das Dach montiert wurde. Genau, Dach aufgeklebt. Genau. Und der Dachrahmen aber noch nicht lackiert wurde. Du musst da schön reinspringen. zu dem Zeitpunkt war er noch nicht lackiert. Nee. Jetzt ist alles lackiert. Ja. Genau. Also das Auto ist vom Lackierer wieder zurück. Alle bearbeiteten Bereiche lackiert. Ja. Der sollte ja nicht komplett lackiert werden. Genau. Genau. Und als nächstes kommt jetzt noch die endgültige Sichtnaht. Ja. Die ja dann auch dafür sorgt, dass das Wasser eben schön abläuft. Genau, und kommt hier oben rein dann, ne? Genau, hier oben kommt so eine richtig schöne Naht rein, dass das hier alles aufgefüllt ist und dass schön das Wasser dann so ablaufen kann. Also die Naht ist nachher so ein bisschen schräg, dass das Wasser schön abläuft. Genau. Hier oben genauso. Hier kommt so eine schöne Naht, dass es dann nicht da oben überall rein, also dass es nicht reinlaufen kann. Ja. Reinlaufen kannst du ja eh nicht, weil es ja zugeklebt ist, aber. Ja, und sich auch nicht sammelt an der Stelle, ne? Und dann irgendwie dann von außen ein. Möglichst gut und viel abläuft. Ja. Genau. Sehr schön. Und wir sehen auch nicht nur, der Dachrahmen ist jetzt lackiert worden. Ich glaube, nee, die Front haben, doch, das untere Frontblech ist gemacht worden, ne? Das obere ist ja drin geblieben, wenn mich alles täuscht. Und im Bereich des Blechkleids hatten wir da auch noch was, Tommy? Bei dem hier? Ja, die Ecken wieder, ne? Also das sind altbekannten Ecken. Ja, okay. Ja Mensch, das ist doch gut. Genau. Und ihr seht, wie es so ein bisschen zusammenspielt dann zukünftig. Ne? Da drüben hast du noch ein Projekt gerade, da sind Karosseriearbeiten zu machen, die ja so einen RHU-Charakter haben, also nicht in die Restaurierung gehen. Und das ist ja der Bus von Benedikt, den er dann veräußern möchte, weil er sich ein Synchro angeschafft hat. Auch gut. Und da sein Hauptaugenmerk drauf liegen soll. Okay Tommy, dann sage ich einmal danke, ich nehme mal das Mikro wieder in Empfang. Schön. Und wünsche dir viel Spaß bei dem, was du da gerade machst. Wir können mal einen Blick auf das Projekt von Thorsten ganz kurz werfen. Das ist der schöne Arbeitsplatz von Thorsten, jetzt mal voll ausgestattet. Bühne ist da und wir sehen hier rechts dann eine Werkbank, die ganzen Werkzeuge. Und die Werkzeuge, die hier so stehen, das sind Gemeinschaftswerkzeuge. Das heißt, wenn Tommy und Mantas ein Werkzeug brauchen, dann gehen sie entweder hier hin und nutzen es dort oder nehmen es sich auch rüber, wenn sie es am Arbeitsplatz brauchen. Das Projekt von Thorsten, ich weiß nicht, wie da der letzte Stand war. Ich glaube aber, das Heckblech war schon drin. Nagelt mich darauf aber jetzt nicht fest, das weiß ich gerade nicht so im Detail.
Auf alle Fälle ist Thorsten auch wieder voll eingestiegen in dieses Projekt und hat, glaube ich, jetzt zuletzt am Eckblech hinten gearbeitet und wird sich dann wahrscheinlich nach vorne arbeiten, um hier dann den Radlauf vernünftig restaurieren zu können. Und wir können nochmal einen kleinen Blick werfen, weil das ist vielleicht relativ interessant für den Bereich, den Mantas gerade bearbeitet. Wir haben ja hier schön abgetrennter Bereich einmal unsere Bühne für Arbeiten, die dann Unterbodenbeschichtung sind, Eisstrahlen, Hohlraumkonservierung und so weiter. Und vor ein paar Tagen war der Bus, den Mantas gerade in der Bearbeitung hat, noch hier auf der Bühne. Der ist frisch vom Sandstrahler zurückgekommen, sprich der Unterboden ist gesandstrahlt worden, ganz ausdrücklich. Nicht die komplette Karosserie, das finden wir nicht gut, nur der Unterboden. Und Mantas hat entsprechende Schleifarbeiten und Konservierungsarbeiten dann vorgenommen. Und jetzt arbeitet er gerade parallel an zwei Projekten. Das ist halt auch das Schöne, dadurch, dass wir jetzt mehr Bühnen und mehr Platz haben, ist es dann auch so, wenn wir mal auf ein Teil warten oder Austrocknungszeiten eingehalten werden müssen, dass man dann auch mal zu einem anderen Projekt dann einfach switchen kann. Und hier ist der liebe Mantas schon. Hallo. Na, ich drücke dir einmal das Mikro in die Hand. Ja. Immer schön reinsprechen, wenn wir uns beide unterhalten. Okay, wird probieren. Und du bist ja gerade parallel, habe ich schon gesagt, an zwei Projekten bei, ne? Ja, das sind zwei Projekte. Eine T4, eine T3. T3 ist schon gleich fertig, da halbe Stunde noch beschichten. Ja. Ein bisschen, weil vorne, das war eine Teile. Jetzt gucken. Das war gestern gerade angeklebt alles, wir sagen so. Frontblech. Genau, das untere Frontblech ist neu reingekommen. Ja, gestern hat angeklebt unten alles, da vom Ecke geschweißt, oben geschweißt, ja. Alles geschützt, dann fest vor, schon, wir sagen so, schon fertig. Ja, einfachste Variante. Sehr gut. Ja. Was vielleicht interessant ist an der Stelle, vor einigen Jahren war es so, dass wir dieses untere Frontblech hier unten am Übergang zum Prallelement immer noch festgepunktet hatten, sprich, Schweißpunkte sind entstanden und Schweißpunkte bieten dann ja doch immer noch mal eine gewisse Rostanfälligkeit. Und Thorsten hat dann irgendwann entschieden, wir kleben es unten fest. Das ist so ein klein bisschen besser, weil die Schweißpunkte an der Stelle dann wegfallen und T3-Fan und diejenigen, die sich damit ein bisschen intensiver auskennen, wissen halt, dass das auch eine Schwachstelle im Rostbereich ist, ne? Die wir so versuchen, dann zukünftig auch noch ein bisschen einzudämmen. Über das Klebeverfahren, was wir an der Stelle dann jetzt anwenden. Ja. Und bei dem, das ist ja der T4, weißt du, wie sie heißt gerade? Iris, ja, genau, Iris. Von Iris. Den hast du ja quasi gerade angefangen, nicht? Ja, ich gerade angefangen, wir haben angefangen vom Abschleifen Dach, weil das ist richtig. Jetzt diese Seite schon fertig abschleifen, aber nur Montag, da kommt Thorsten und gucken, was wir noch machen, weil da richtiger Tiefrost steht da, unten die Kant alles gehen. Und wir können gucken jetzt an der Seite, wie das siehst, richtiger Rost. Also noch unbearbeitet. Ja, jetzt, ne? Das so. Ja. Muss alles abgeschliffen. Ja. Und dann wir gucken, was noch. Genau an den Befestigungspunkten, ja. Ne? Und Befestigungspunkten. Und ganz Auto. Also von meiner Seite, von anderer Seite, vom Front auch dieselbe. Alles. Ja. Ja, da hast du gut was zu tun noch. Ja, da genug was zu tun. Boden, wir müssen tauschen neue, da Frontblech ein bisschen auch was zu tun. Ja, und Klassiker hier auch wieder, ne? Ja, das Standard. So alles. Standard-Schwachstellenbereich T4. Ja. Sieht man auch nochmal ganz schön. Wie der Rost sich da. Andere Seite scheint noch ein bisschen spannender zu sein. Da können wir auch noch mal einen Blick drauf werfen. Da muss ein bisschen durchlaufen. Ja, da ist die Rostmaus unterwegs gewesen. Die hat sich da schön durchgeknabbert überall. Ja, und da am Radlauf, ne? Wenn wir da auch noch mal reinführen, sieht man auch noch mal, wie weit der Rost hier fortgeschritten ist bei dem Bus. Jo, Mantas, ansonsten, wie ist für dich? Hast du dich schon ganz gut eingelebt? Ja, ganz gut. Arbeit gut. Ja. Ruhe, wir sagen so. Ja. Alle Fleißige. Brauchst du Hilfe? Immer alle kommen helfen. Ja, das ist das Schöne, ne? Ja. Ihr seid jetzt näher zusammen. Ja, ne? Jetzt keine laufen von meiner Seite Gebäude bis zur anderen Seite. Jetzt kommst du, nimmst du alles und fertig. Ja. Fragst du, fertig. Wir sagen schön. So.
einfach ein bisschen arbeiten. Ja, und ich habe keinen Stress. Und ich habe das Gefühl, ihr habt Spaß zusammen. Also ihr lacht die ganze Zeit. Ja, wir haben Spaß die ganze Zeit. So soll das sein. Ja, okay, dann sage ich vielen Dank, Mandas, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir gehen jetzt einmal weiter zu Matthias. Okay. Ich nehme das bis später. Und das Mikro muss ich auch einmal mitnehmen. Bis später. Ja. Ciao. Und hau rein. Matthias haben wir ja vorhin rausfahren sehen, drüben im begehbaren Arbeitsbereich, so nenne ich es mal. Wir wollen uns so ein bisschen vom Wording Showroom lösen, weil das ist es einfach nicht mehr. Ne? Und es passt auch einfach nicht. Das ist harte Arbeit, die wir da machen. Wir geben uns große Mühe und wir wollen da keine Show abziehen, sondern Einblicke gewähren in unseren Alltag. Und da sehen wir schon, Matthias hat einen T2 drauf. Matthias? Ah, das ist ja jetzt der Klassiker. Dann würde ich vorschlagen, den finden wir jetzt nicht so schnell. Wir suchen ihn mal ganz kurz und machen dann genau an dieser Stelle weiter. Da ist er. Matthias, ja. Du bist jetzt ja aus dem Urlaub irgendwie vor 2 Wochen zurückgekommen, glaube ich. Ne? Genau. Und dann ja relativ frisch hier reingezogen, hast dich vorher noch ums Lager gekümmert, dass das alles seinen vernünftigen Platz findet. Und hast jetzt ja die letzten Tage dann oder anderthalb Wochen, glaube ich, auch hier schon gearbeitet. Genau, war ich schon produktiv. Ja. Ja. Wie fühlt es sich an für dich? Oh, sehr gut. Ja. Einfach diese Freiheit. Ne? Also, es ist wirklich herrlich, muss man sagen. Also, ja. Und es ist auch alles so schön hell. Ich liebe das ja, wenn man ein Fenster hat und du kannst rausgucken und weißt, welche Uhrzeit ungefähr ist. Nee, das ist wirklich gut. Das ist viel wert. Ja. Ne? Das zahlt auch positiv aufs Gemüt ein. Ja, ja. Das macht einfach so dieses Tageslicht und so weiter. Das macht echt viel aus, ja. Wirklich. Okay, und wir sehen, du hast 2 Projekte gerade auf der Bühne. Den T2 hast du ja gerade rübergefahren. Das ist ja das Projekt, die Restaurierung von Andi. Das Lenkgetriebe muss dann noch erneuert werden. Genau, das sind so die Abschlussarbeiten, die wir jetzt, ne? Ist bei der Probefahrt aufgefallen, dass das Lenkgetriebe zu viel Spiel hat. Ja. Das Fahren ist unmöglich damit und das tauschen wir jetzt aus. Ja, sehr gut. Und da hinten haben wir noch einen. Genau, von Wolfgang. Ein schönes T3 von Wolfgang, a.k.a. George. Auch mit dem haben wir ein Video gedreht, das mir persönlich super gefällt, weil das unsere allererste Musikeinlage beinhaltet. George hat Klavier gespielt, also schaltet auch gerne da mal rein. Und George hat den Bus jetzt zu uns gebracht, gestern. Ja, gestern. Relativ spontan, ne? Ja. Der will in Urlaub fahren. Am liebsten morgen, glaube ich, wollte er los und hat jetzt ein Problem. Beschreib mal bitte ganz kurz, was jetzt hier die Situation ist. Ja, kam her, dass ein Zylinder läuft nicht mit. Ja. Da haben wir wahrscheinlich keine Zündfunk oder wir spritzen nicht richtig ein. So war die erste Diagnose und jetzt haben wir mal hochgenommen, jetzt sind 2 Hydrostöße im Arsch. Ah, okay. Genau, und dann stimmt das Ventilspiel nicht und dann kann er natürlich keinen Kraftstoff einspritzen. Ja. Ja. Das tauschen wir jetzt aus. Wir warten noch auf ein paar Ersatzteile und dann wollen wir hoffen, dass er ihn pünktlich abholen kann heute. Ja, 14 Uhr möchte er gerne kommen, glaube ich. 14 Uhr wollte er kommen, ja. Ja, was haben wir jetzt? Um kurz nach 9. Kurz nach 9, genau. Wir warten jetzt nur noch auf den Lieferdienst. Ja. Er sagte irgendwie so spätestens 12 Uhr. Ja, ja, okay. Wieder genau eine heiße Nummer werden, ne? Ja, ist so. Ist immer so. Aber das zeigt auch nochmal ganz gut, ne? Also, unsere Prozesse dauern in der Vorbereitung lange, ne? Hat aber auch einen guten Grund. Das muss halt alles vernünftig vorbereitet sein. Wenn jetzt aber Wolfgang beispielsweise oder sonst auch wer vorbeikommt, dann können wir natürlich auch so ein bisschen agiler werden und wollen das auch werden und an der Stelle dann helfen auch. Müssen dann nur so ein bisschen schauen, dass so etwas nicht komplett mit dem Betrieb dann kollidiert, weil unser Fokus schon eher auf größeren Projekten dann liegt. Aber wir versuchen es hinzukriegen. Noch haben wir ein bisschen Zeit bis 14 Uhr. Genau. Bist du positiv gestimmt? Ja, doch, ich denke schon. Kriegen wir hin, ne? Das kriegen wir hin. Ja. Er läuft. Du wolltest gerade noch was sagen. Achso, ja, ich meine, bei ihm machen wir es ja sowieso gerne, weil wir haben ja eh hier mal eine große Restauration, hätte ich fast gesagt, aber einen neuen Motor und so. Ne? Genau, einen general überholten Motor und wir haben viel Energie in die Technik gesteckt. Ja. Ne? An der Karosserie haben wir nichts gemacht. Die ist auch relativ original, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ist vom Zustand her auch gut. Ne? Also an der Stelle macht das jetzt keinen Sinn, eine Restaurierung im großen Maße anzugehen. Es sei denn, es ist der ausdrückliche Wunsch des Kunden, weil er eine Typveränderung an seinem Fahrzeug vornehmen möchte vielleicht. Ja. Ne? Das ist hier aber nicht der Fall. Und im Video mit Wolfgang seht ihr auch nochmal, wie viele Gedanken er sich zu seinem Bus auch gemacht hat, wie das alles ineinander spielt. Ja. Genau. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du irgendwie loswerden möchtest? Nö. Nö. Sonne scheint. Ja. Laune ist gut. Ja. Fast Wochenende. Fast Wochenende, ja. Okay.
Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zum Ende des Videos. Vielen Dank fürs Einschalten und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Damit helft ihr uns, unsere Geschichten in die Welt hinauszutragen. Und dafür vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao.